Hallo Musti, schön, dass du wieder bei uns bist. Die Trainingswoche liegt hinter uns. Am Samstag geht es zum Spiel zum ersten CFA Pforzheim. Wie war eure Woche? Ja, hallo erstmal. Die Woche war vom Training her sehr, sehr ordentlich, muss ich sagen. Die Spieler sind nach und nach zurückgekommen, auch angeschlagene Spieler konnten voll mit trainieren und nicht nur teilaktiv. Ist immer schön, wenn man da ja ohne Rücksicht auf Verluste trainieren kann. Ist gleich ein anderer Zug drin, das merkt man schon. Und daher, wie gesagt, mit der Trainingswoche kann man sehr zufrieden sein. Es hat sich keiner verletzt. Sind nahezu alle, bis auf Lukas Kiefer, sind alle am Start. Klar, der eine oder andere hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber wie gesagt, wir sind glücklich jetzt, dass die Spieler nach und nach zurückgekommen sind. Jetzt nochmal einen kleinen Rückblick auf unser Spiel daheim gegen Backnang. Wir hatten wieder eine gute Halbzeit und ja, eine schlechte Halbzeit. Wann sehen wir mal zwei gute Halbzeiten von uns und wie bewertest du das jetzt mit einer Woche Abstand? Ja, ich denke, wir haben schon Spiele gehabt, wie Holzhausen, ein sehr schweres Spiel, wo wir zwei sehr ordentliche Halbzeiten gespielt haben. Wir haben gegen Nöttingen auch zwei ordentliche Halbzeiten gehabt, wo man einfach die Tore nicht machen. Wir haben gegen Bissingen eine sehr starke Halbzeit gehabt, in der zweiten Halbzeit klar. In Bissingen, dass dann so ein offener Schlagabtausch wird, finde ich, ist jetzt keine riesen Überraschung. Ich meine, das kann schon passieren, dass auch immer wieder mal ein Gegner drückt. Die können auch kicken. Und jetzt gegen Backnang sage ich, das war jetzt auf jeden Fall eine erste Halbzeit, mit der wir nicht einverstanden waren. Das haben wir aber auch schon so kommuniziert, analysiert am Sonntag. Haben gesagt, dass wir uns das anders vorstellen. Ja, und auch unser Anspruch ein anderes, vom Auftritt her, jetzt unabhängig vom Ergebnis. Und in der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft dann auch so aufgetreten, wie wir uns das vorstellen. Ja, selbst in Unterzahl. Und daher, wie gesagt, wissen wir schon, wie wir was genau einzuordnen haben. Also gerade die zweite Halbzeit, die wir ja fast komplett mit einem Mann weniger gespielt haben, das war ja überhaupt nicht auf dem Platz ersichtlich, dass uns ein wichtiger Mann fehlt. Ja, ist auch so eine Kopfsache, denke ich, irgendwo. Man kann auch körperlich ja, man kann körperlich schon da sein, aber auch die geistige Frische muss immer da sein als Spieler. Und es kann schon sein, dass dann nach so einer kräftezehrenden Saison, dass es schwerfällt, immer wieder auch mal den Fokus ganz oben zu haben, von Anfang an den Fokus aufrechtzuerhalten oder über 90 Minuten gegen alle Mannschaften so einen Fokus zu haben. Ich meine, wir haben es ge gezeigt jetzt gegen Top-Mannschaften, wenn wir fokussiert sind auf welchem Niveau wir spielen können. Und das Schwierige daran ist einfach, den Fokus auch im Alltag, also in der Liga, abzurufen. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Und das ist aber nicht einfach. Daran arbeiten die Jungs. Keiner wollte so eine Halbzeit spielen wie gegen Backnang, diese erste Halbzeit. Da kann ich keinem Spieler einen Vorwurf machen, dass er nicht wollte. Es ist einfach schwierig, da einen Fokus immer aufrechtzuerhalten. Und wir haben es jetzt gesehen, wie wichtig dieser Fokus ist. Ich denke, das hat jetzt jeder auch nochmal gemerkt. Und die Sinne sind jetzt wieder geschärft, wohl wissend, dass wir das Spiel trotzdem gewinnen müssen. Wenn man die Chancen anschaut, unabhängig vom Elfmeter, auch in Unterzahl, muss man das Spiel gewinnen. So wie das Spiel daheim gegen Nöttingen auch. Und wie gesagt, also ich fange mir erst an, Sorgen zu machen, wenn wir uns keine Chancen rausspielen. Und wir haben aber Chancen. Wir haben zahlreiche Chancen, wir haben viele Torchancen. Wir haben selbst an einem schlechten Tag viel mehr Torchancen als der Gegner gehabt in jedem Spiel. Und daher bin ich mir auch sicher, dass wir uns auch belohnen werden immer wieder. Also auswärts haben wir jetzt geliefert, auch punktemäßig zu Hause konnten wir punktemäßig nicht so liefern. Jetzt steht wieder ein Auswärtsspiel an Pforzheim. Wir wissen auch, dass die sehr gute Fußballer haben, aber auch unter Druck stehen. Ja, und dieser Druck ist aber gut, das macht halt das Spiel so schön. Und wir sind vorbereitet und freuen uns einfach riesig auf das Spiel, um zeigen zu können, ja, dass wir wieder voll da sind. Sehr schön. Dann freuen wir uns auf ein Spiel morgen in Pforzheim. Drücken euch die Daumen, dass es wieder klappt mit dem Auswärtsdreier. Und ja, alles Gute Vielen am Dank. Samstag. Ja, bis dann.